So, nachdem die Sarah sich zur Bundespolitik geäußert hat, ich will nachher auch noch so ein bisschen was zur Bundespolitik sagen, beginne ich jetzt mal mit der Landespolitik. Wir haben hier Landtagswahlen an der Saar, es sind nur ein paar Wochen. Und deshalb muss ich ja etwas sagen zur Landespolitik. Deshalb ist dieser Aschermittwoch ja auch ein besonderer Aschermittwoch. Denn ich will dafür werben, diese Landesregierung abzulösen, weil ich der Überzeugung bin, die CDU hat jetzt 18 Jahre hier an der Saar regiert. Es reicht und deshalb nicht Annegret, sondern Annegret am 26. März. Das wäre dann der richtige Einstieg für uns alle. Nun wird also die eine oder andere, die werden sagen, ja, das erzählen alle Parteien vor der Wahl, sie wollen dann die jeweilige Regierung ablösen, sie wollen selbst an die Regierung. Und deshalb muss ich natürlich hier begründen, warum diese Regierung ablösungsreif ist. Und da muss ich dann zunächst einmal darauf hinweisen, dass die Regierung das ja selber immer wieder begründet hat, warum sie ablösungsreif ist. Ich beginne mal mit dem ersten Ministerpräsidenten der CDU, das war es Müller-Pitschen. Erinnert euch noch an den, der konnte das R immer so rollen, der Müller. Ihr könnt euch noch an den erinnern. Und da hat er mal ein Interview in der Zeitung gegeben, da wurde er gefragt, was seine größte Leistung hier an der Saar gewesen sei. Ihr könnt das alle nachlesen. Und dann hat er gesagt, die größte Leistung war, dass er den Bergbau zugemacht hat. Und da muss ich sagen, das ist hier in der Tradition des Saarlandes doch wirklich eine ungeheure Leistung. Und es mussten 1500 Leute nach Ibbenbüren gehen. Also wer so etwas als größte Leistung bezeichnet, der hat nun wirklich nicht verstanden, was die Aufgabe eines Regierungschefs hier an der Saar ist. Und nun könnte es ja bei Annegret Kramp-Karrenbauer anders sein. Die wurde jetzt auch zweimal gefragt, was die größte Leistung ist. Das erste Mal hat sie geantwortet, sie habe Personal abgebaut. Sie nannte das den Saarländischen Weg. Ihr könnt das alle in der Saarbrücker Zeitung nachlesen. Das war die größte Leistung, das Personal abgebaut. Da muss ja irgendjemand gesagt haben, das ist ein bisschen komisch. Und dann wurde dann sie das zweite Mal gefragt, das ist vielleicht jetzt 3 Wochen her. Und dann hat sie gesagt, sie habe eine Frankreich-Strategie entwickelt. Die Frankreich-Strategie ist ein Arbeitspapier in der Staatskanzlei, in dem steht, dass die Saarländerinnen und Saarländer in 30 Jahren irgendwann, dass sie dann Französisch reden sollen, neben der saarländischen Sprache. Und jetzt sage ich euch, was ist denn das für eine Leistungsbilanz? Auf der einen Seite zu sagen, ich habe Personal abgebaut, auf der anderen Seite zu sagen, ich habe ein Papier arbeiten lassen, in dem eine Sprachkompetenz angekündigt worden ist. Das sind die eigenen Antworten der Ministerpräsidentin und des ehemaligen Ministerpräsidenten. Was ist die Leistungsbilanz der CDU an der Saar? Und jeder kann das überprüfen. Die Leistungsbilanz ist die, dass seit vielen, vielen Jahren keine Leitinvestition getätigt worden ist und dass seit vielen, vielen Jahren kein größerer Betrieb hier an der Saar angesiedelt worden ist. Die letzte große Betriebsansiedlung war die Nemag hier in Dillingen. Die ist eben zu unserer Zeit, so lange ist das hier angesiedelt worden, seitdem nichts. Und wer eine solche Leistungsbilanz vorzuweisen hat, der muss abgelöst werden, liebe Freunde und Freunde. Der muss abgelöst werden, weil das so nicht mehr weitergeht. Und das ist nicht nur eine Analyse, die ich hier vortrage, da kann man sagen, die Opposition trägt das vor, wobei ich die beiden Ministerpräsidenten selbst zitiert habe. Nein, auch die Saarwirtschaft sagt, sie haben kein Konzept. Die Saarwirtschaft sagt, sie werben außen nicht für Ansiedlungen. Die Saarwirtschaft sagt, es fehlt der große Wurf. Das eine war die Metallindustrie, das andere war die Automobilindustrie und das dritte war die Informatik. Das ist die Kritik der Saarwirtschaft an dieser Landesregierung. Insofern muss die Opposition da gar nicht schlecht reden. Sie muss das eben nur erzählen, was die da sagen. Und deshalb brauchen wir hier an der Saar wirklich mal wieder Leitinvestitionen. Das ist unsere Alternative zu dieser Regierung. Wir können nicht einfach so das Land immer nur so ein bisschen vor sich hin verwalten. Wir brauchen Leitinterventionen. Eine große Leitinvestition war die Informatik, der Ausbau der Informatik mit vielen Instituten an der Uni. Und diese Leitinvestition, die kann jetzt in die Zukunft übertragen werden. Ich bin dafür, einen großen Schwerpunkt Medizintechnik hier an der Saar auszubauen, weil die Medizintechnik wirklich die Zukunft bestimmt. Die Leute werden älter, wir brauchen immer bessere medizinische Versorgung und deshalb plädiere ich dafür, einen neuen Schwerpunkt Medizintechnik hier an der Saar auszubauen.
Und ich plädiere dafür, dass wir eben auch die Hochschule hier an der Saar nicht kaputt sparen. Das war doch immer unser Glanzstück, die Uni an der Saar weiterzuentwickeln, bessere Studiengänge anzubieten. Die Landesregierung hat die Hochschule in den letzten Jahren regelrecht vernachlässigt. Wir sagen als Partei Die Linke, die Uni muss zum Zentrum der Entwicklung des Saarlandes werden. Sie darf nicht weiter kaputt gespart werden. Und wir plädieren, das ist eine klassische Forderung eben der Linken in ganz Europa, wir plädieren dafür, dass die Bildung, die Ausbildung der jungen Menschen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Deshalb sagen wir, gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Hochschule, das ist unser Ziel und das wollen wir erreichen. Und nun kommt das entscheidende Kriterium, wodurch wir uns von anderen Parteien unterscheiden. Denn das sagen Sie mehr oder weniger alle. Und das sagen auch die Journalistinnen und Journalisten mehr oder weniger alle. Das wäre alles vernünftig. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie das bezahlt werden soll. Und vor dieser Frage drücken sich die mit uns konkurrierenden Parteien. Und die Antwort, die wir geben, ist eine ganz einfache, die ist auch belegbar. Wir sagen, nehmt doch endlich die Steuergeschenke an die Reichen, an die Millionäre, an die Großbetriebe zurück. Dann hätte das Saarland im Jahr 350 Millionen mehr. Wir hätten 350 Millionen mehr, das ist die Rechnung der Arbeitskammer des Saarlandes, nicht irgendwie eine Institution, die unbedingt was gegen die gegenwärtige Regierung hat. 350 Millionen. Und das hat auch etwas zu tun mit der Schröderschen Politik, der rot-grünen Politik, von der Sarah bereits gesprochen hat. Damals gab es diese vielen Steuergesetze, die Senkung des Spitzensteuersatzes, die Reduzierung der Gewinnsteuern der Unternehmen, die Abschaffung, das war schon zu Zeiten der Regierung Kohl, der Vermögensteuer und so weiter und so weiter. Ich will das alles nur in Erinnerung rufen. Wenn wir, um das also auch mit einer Zahl zu belegen, wenn wir die großen Vermögen, wenn wir die in Deutschland so besteuern würden wie in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien, hätten wir 80 Milliarden mehr im Jahr in den öffentlichen Kassen. Wir sind regelrecht eine Steueroase für die Reichen geworden. Wer aber die Länder ordentlich ausstatten will, der muss die Reichen besteuern. Leider trauen sich die anderen Parteien überhaupt nicht dran. Dass diese Entwicklung in der letzten Zeit im Saarland eben nicht gut ist, hat auch eine Umfrage ergeben, die ich in Erinnerung rufen will. Da haben eben von den jungen Leuten fast die Hälfte gesagt, sie überlegen, das Saarland zu verlassen. Sie haben vielleicht alle das gelesen. Und wenn die jungen Leute das sagen, dann ist das das schlechteste Zeugnis für eine Landesregierung. Und deshalb sagen wir, diese Landesregierung muss abgelöst werden. Das ist nicht irgendwie die billige Forderung einer Oppositionspartei, sondern das ist eben die Forderung derjenigen, die hier im Saarland ordentliche Arbeitsplätze haben, die ordentlich verdienen wollen und insbesondere der Jugend. Wenn eine Jugend sagt, wir suchen uns ein anderes Land, dann sagen die das ja nicht freiwillig, sondern sagen die das, weil hier zu wenig Verdienstmöglichkeiten sind, weil hier zu wenig attraktive Arbeitsplätze sind. Und genau das muss sich ändern. Und die Ursache dafür ist die ja über 10 Jahre lange Investitionsschwäche hier an der Saar. Die haben so falsch gewirtschaftet, dass über 1 Milliarde nicht investiert worden ist. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Und deshalb muss diese Landesregierung weg. Und weil ich... Und weil ich von Investitionen gesprochen habe, muss man Sie noch mal erinnern an die Fehlinvestitionen, die Sie getätigt haben. Das fing an mit Gondwana. Die Eltern erinnern sich vielleicht noch daran, die Jüngeren vielleicht auch noch. In Gondwana hat der Rechnungshof festgestellt, dass Sie durch falsche Mietverträge 20 Millionen versemmelt haben. Dann kam die Fischzuchtanlage in Völklingen. Das ist ja wirklich ein Ding gewesen, wo wir uns zum Gespött der ganzen Republik gemacht haben. Was hat die eigentlich bewegt? Ausrecht in Völklingen, weit von den Meeren weg, eine Fischzuchtanlage für Meeresfische einzurichten und das noch kommunal zu bezahlen. Da sind weit über 20 Millionen ebenfalls in den Sand gesetzt worden. Und hauptverantwortlich ist die damalige Innenministerin Gramm-Karrenbauer. Die hätte nämlich nur sagen müssen, nein, das machen wir nicht. Dann hätten wir 20 Millionen weniger in den Sand gesetzt.
Und dann kommt das nächste Ding. Das sind ja alles keine Erfindungen, die ich hier vortrage. Das ist der Museumsbau. Das war ja die größte Pleite überhaupt. Beim Museumsbau sind jetzt über 30 Millionen zusätzlich dazugekommen, die eben dann letztendlich in den Sand gesetzt worden sind. Und wer ist verantwortlich? Wiederum Annegret Kramp-Karrenbauer, in diesem Fall als Kultusministerin. Da kommt die nächste Pleite. Das war eben der HTW-Bau. Das ist ein Hochhaus, das ihr da seht, wenn ihr nach Saarbrücken reinfahrt. Da sollten eigentlich Studenten drin sein. Da sind aber schon seit vielen, vielen Jahren keine Studenten drin. Das ist wiederum eine Fehlinvestition in der Größenordnung von 10 Millionen verantwortlich. Die Wissenschaftsministerin, wie heißt die? Annegret Kramp-Karrenbauer. Es ist erstaunlich, was diese Frau alles in den Sand gesetzt hat, wenn sie Geschäftsführerin eines Bauunternehmens wäre, wäre sie schon 5-mal rausgeflogen, liebe Freundinnen und Freunde. Das kann man doch so nicht alles weiterlaufen lassen. Und jetzt kommt das nächste Ding dazu, das ist der Saarbrücker Ludwigspark. Man fasst sich manchmal nur noch ans Hirn, wenn man hier für dieses Land engagiert ist, wie oft die daneben greifen und bei Bauten eben eine Pleite nach der anderen organisieren. Ich habe meinem Zorn gesagt, wenn ihr in Saarbrücken das nicht hinkriegt, dann engagiert doch eine Projektmannagerin. Ich schlage vor, Pleitegret Kramp Museumsbauer. Das wäre die ideale Projektmanagerin für den Ludwigspark. Da seid ihr sicher, nachher kostet er 40 Millionen. Ihr müsst uns nur noch überlegen, wie er dann bezahlt werden soll. Das könnte ich jetzt weiter fortsetzen. Ich erspare mir das. Es geht dann um kleinere Beträge. Aber wo gibt es denn so irgendetwas? Wo gibt es sowas in einem anderen Bundesland in dieser Dichte? Hoffentlich kommen die Berliner nicht auf die Idee, Frau Kramp-Karrenbauer noch als Managerin für den Flughafen oder so zu engagieren. Das ist ja gar nicht vorstellbar, was dann alles passiert, liebe Freundinnen und Freunde. Man macht so seine Witze. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Geld in den Sand gesetzt und dass die Leute immer noch so geduldig sind, das ist ja wirklich dann erstaunlich. Aber das sind die Gründe, warum man die also nicht weiterwursten lassen darf. Wir wollen hier tatsächlich eine andere Politik machen. Ich will einige Punkte nennen. Ich habe schon was gesagt zu den Schwerpunkten der Investitionen, zur Medizintechnik. Ich will auch noch etwas sagen zu einem ganz vergessenen Thema unserer Gesellschaft. Das ist das Thema, wer schafft eigentlich den Reichtum in unserer Gesellschaft? Und ihr kennt unsere Antwort, das sind nicht die Großen, die Mächtigen, etwa die Piechs, die dann mal 3 Milliarden kassieren, weil eben hunderttausende VW-Arbeiter diesen Kuchen backen und den Reichtum erarbeiten. Auch nicht die Quandt und die Gladdens, die dann mal in einem Jahr für Nichtstun 1 Milliarde kassieren. Unvorstellbar. Sondern diejenigen, die den Reichtum erarbeiten, das sind die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Knochen hinhalten. Und wir wollen hier endlich, wie bei Saarstahl, in den saarischen Betrieben, wo der Staat sich engagiert, Stiftungslösungen und Belegschaftsbeteiligung. Wir wollen das, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind die einzige Partei, die das will. Und wenn es keinen anderen Grund gäbe, uns in die Regierungsverantwortung hier in der Saar zu wählen, dann wäre es der. Wir sind doch hier nicht weit von Beckingen weg. Beckingen war eine stolze Schraubenfabrik. Die hatte mal bis zu 1.000 Beschäftigten. Und dann kamen Schwierigkeiten, da ging das immer weiter runter. Dann wurde die von einem Finanzhai zum anderen weitergereicht. Und jeder Finanzhai hat irgendwie herausgeholt, was er herausholen konnte. Und die Belegschaft wurde immer kleiner. Und das ist so eine solche Würdelosigkeit, die damit verbunden ist, wenn die Leute so viel Angst haben müssen und von dem einen zum nächsten weitergereicht werden und dann immer wieder betrogen werden. Und deshalb sagen wir, Belegschaftsbeteiligung, dann gibt es das nicht mehr, dass Finanzhaie die Belegschaften in dieser Form ausplündern und immer wieder kleiner machen. Das wollen wir nicht. Und es geht nicht darum, dass die Belegschaften irgendwie sich engagieren müssen oder Lohn abgeben müssen, wie das früher so der Fall war. Nein, wenn die Landesregierung, wie das ja auch bei Saarstahl der Fall war, wenn die Landesregierung Geld in die Hand nimmt, um Betriebe zu retten, dann müssen eben dieses Geld in Belegschaftsbeteiligung umgewandelt werden. Und das hätte man beispielsweise bei den Schraubenwerken längst machen können. Und da gibt es noch eine andere Diskussion, ich will das nur ganz kurz streifen.
Das ist die Diskussion um die Erbschaftssteuer. Und ich habe vorhin die Zahlen genannt. Die muss man immer wieder nennen, weil die Leute sich das gar nicht vorstellen können. Pirsch, die nehmen dann mal so 3 Milliarden im Jahr so irgendwie mit. Oder Quandt und Gladden 1 Milliarde. Und da geht es um die Erbschaftssteuer. Und wenn es darum geht, dass wenn Milliardenvermögen als Betriebsvermögen weitergereicht werden, dann schreien alle Parteien außer der Linken, wir können diese Milliardenvermögen nicht besteuern, weil das kostet Arbeitsplätze. Ihr habt das jetzt wieder erlebt. Und die Lösung wäre ganz, ganz einfach, eine ganz, ganz simple, einfache Lösung. Wenn also etwa BMW vererbt wird jetzt von der Quandt- und Gladden-Familie an die nächste Enkelgeneration oder so, dann wird die Erbschaftssteuer berechnet. Und wenn das Milliarden sind, dann wird das eben in Betriebsvermögen, in Belegschaftsvermögen umgewandelt. Dann kriegt die Belegschaft mal einen Teil von dem Reichtum zurück, den sie erarbeitet hat. Ist denn das so schwer zu begreifen? Und das ist eben das, allein, dass wir das auf den Weg bringen. Wir haben es ja in der Stahlindustrie vorgemacht. Und jeder kann das ja überprüfen, dass das funktioniert, ist ein Grund, warum die Linke jetzt und warum ich auch wieder gesagt habe, gut, ich bin bereit, wieder anzutreten. Die Linke muss jetzt in die Regierung, damit dieser Trend nicht so weitergeht wie in den letzten Jahren, wie ich ihn gerade geschildert habe. Es geht aber nicht nur um die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe. Ich will auch ein Streitthema noch ansprechen, ich muss auf die Uhr gucken, etwa den Umbau der Energieversorgung. Ich will hier ganz klar sagen, ich war als junger Mann in Saarbrücken Umweltdezernent, das war so ungefähr mein erster Job. Und seit dieser Zeit kämpfe ich darum, dass wir eine umweltfreundlichere Energieversorgung haben. Und eine umweltfreundliche Energieversorgung, die heißt natürlich zunächst einmal Energieeinsparung. Das ist eigentlich das größte Potenzial, von dem wird seit vielen, vielen Jahren zu wenig geredet. Wir können bei der Häuserdämmung beispielsweise, bei der Heizung, wir können bei den elektrischen Geräten, wir können auch bei den Motoren und so weiter einfach bessere Technik einsetzen und Energie einsparen. Das ist der beste Weg der umweltfreundlichen Energieversorgung. Und ich sage hier zu der Frage der Windkraft und der Solarenergie, Windkraft ist ja hauptsächlich, wenn wir die 25 Milliarden, die wir Jahr für Jahr ausgeben für diese Technik, wenn wir die in die Hand genommen hätten, um Energieeinspartechnik bei der Wärmeversorgung und im Verkehr zu fördern, dann hätten wir denselben Effekt. Wir müssen aber nicht die Natur zerstören. Und die Naturzerstörung, die halten wir für falsch, liebe Freundinnen und Freunde. Und da gibt es also auch eine Sache, die kann man sich ja nur noch ans Hirn fassen. Als beispielsweise die Brücke erneuert werden sollte da bei Illingen, da haben sie die größte Investition der Landesregierung war ein Fledermaushotel, ein Fledermausbau. Das hat 450.000 Euro gekostet. Und das Problem war nur, dass die Mausohrfledermaus, die dort also immer unter der Brücke hing, die hat dieses Hotel einfach nicht angenommen. Die hat das einfach doch nicht angenommen. Und da hat also die Landesregierung ihr Herz für die Fledermäuse entdeckt. Wenn es um die Windräder geht, das sind regelrechte Fledermaus-Schredderanlagen, da machen sie auf das Gegenteil. Also wenn sie was für die Fledermäuse tun wollen, da sollen sie zumindest aufhören, in Wälder Windmühlen zu stellen. Das ist so eine Naturzerstörung erster Ordnung, liebe Freundinnen und Freunde. Und da sage ich hier noch einmal, wir haben uns immer erlaubt, Witze über die Pfälzer zu machen. Ihr wisst das ja, die Saarländer machen gern Witze über die Pfälzer und umgekehrt. Aber ich sage euch eines, die Pfälzer sind bei der Energieversorgung leider klüger als die Saarländer. Die haben nämlich beschlossen, den Pfälzer Wald vor Windmühlen zu verschonen. Die sagen, keine Windmühlen in den Pfälzer Wald. Da sage ich, lasst uns doch nicht dümmer sein als die Pfälzer. Aber da müssen wir dann die Regierung wechseln, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben immer wieder Anträge gestellt für diejenigen, die hier interessiert sind, die in Bürgerinitiativen sich engagieren im Land. Da sind alle abgelehnt worden.
Wir haben gesagt, lasst uns doch wie die Bayern eine CH-Regel machen. Das heißt also, die Windräder müssen im zehnfachen Abstand der Höhe sein. Das wären jetzt über 2 Kilometer. Wir haben gesagt, dann lasst uns doch eben den Bürgerentscheid verbindlich machen. Lasst doch eben die Gemeinden darüber entscheiden, ob sie diese Anlagen wollen oder ob sie nicht wollen. Auch das ist im Landtag abgelehnt worden. Ich frage mich, was ist das eigentlich für eine Auffassung von Demokratie? Der Wald und die Natur, das sind die Naherholungsgebiete der Gemeinden. Und wenn dann die Frage gestellt wird, ob man da große Anlagen hinstellt, haben die Gemeinden nichts zu sagen. Das ist eine völlig falsche Entwicklung. Wir sind dafür, die Gemeinden an diesen Entscheidungen verbindlich zu beteiligen. Wenn die Bürger sagen ja, dann ja. Wenn sie sagen nein, dann nein. Das ist Demokratie. Nun will ich natürlich noch ein paar Bemerkungen noch machen zur Bundespolitik, denn die stand ja heute im Zentrum des Aschermittwochs. Und ich will also euch, wenn jetzt wieder vor den Wahlen alles Mögliche erzählt wird, euch darum bitten, auch mit den Freunden und Verwandten zu reden und sagen, es ist ja schön, dass ihr Hoffnungen habt. Es ist ja schön, dass ihr gerne Versprechungen hört. Aber bitte beurteilt die Parteien doch nach dem, was sie gemacht haben. Man kann auch sagen, bitte wählt eure eigenen Interessen. Wählt nicht Parteien, wählt eure eigenen Interessen. Guckt die Programme der Parteien durch und dann entscheidet ihr. Und Sarah hat das hier schon gesagt, was ist das Resultat der Politik der letzten Jahre? Ihr müsst euch nur 2 Zahlen merken, um die katastrophale Entwicklung wirklich zu kennzeichnen. Die erste Zahl: In Österreich hat ein Durchschnittsrentner 800 Euro im Monat mehr als in Deutschland. Ich wiederhole es nochmal. In Österreich hat ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr als in Deutschland. Und es werden bei den Wahlen wieder viele Rentnerinnen und Rentner die Parteien wählen, die das verbrochen haben. Das ist doch alles nicht mehr nachvollziehbar. Liebe Rentnerinnen und Rentner und liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wählt doch wenigstens die Parteien, die eure Interessen vertreten. Dann haben wir eine andere Situation in Deutschland. Und wenn die Parteien, sagen wir, wie wir, an die Regierung kommen und dasselbe machen, das Gegenteil von dem, was sie versprechen, dann gehören sie abgewählt. Aber jetzt gehören zunächst mal die anderen abgewählt, weil sie genau dies zu verantworten haben. Als ich die Zahl das erste Mal gelesen habe, wollte ich das gar nicht glauben. Ich habe gedacht, das kann doch nicht stimmen. Dann haben wir das mehrfach überprüft. Ja, es ist so, 800 Euro im Monat mehr hat der Durchschnittsrentner in Österreich. Und wir bräuchten nur das Gesetz abzuschreiben. Und die Übergangsbestimmungen sind halt etwas schwierig, zugegebenermaßen. Aber wir bräuchten das Gesetz abzuschreiben. Alle zahlen ein, das ist der Trick. Und dann kann man eben deutlich höhere Renten bezahlen. Und die Arbeitgeber zahlen noch mehr ein als die Arbeitnehmer. Stell dir mal vor, das würde in Deutschland jetzt einer fordern, welch ein Geschrei wiederum in den Medien sich erheben würde. Da müsst ihr mal überlegen, wer schreit denn eigentlich immer in den Medien? Ich will euch ein Geheimnis verraten. Das sind nicht die Sprachrohre der Hartz-IV-Empfänger, der Niedriglöhner oder der Leute mit kleinen Renten. Das sind die Sprachrohre derjenigen, die hohe Gewinne erwirtschaften wollen. Und deshalb kommt das immer so rüber, wie ich euch das hier sage. Und nur eine zweite Zahl, die hat Sarah euch ja genannt, 40% der Bevölkerung hat weniger, real weniger heute als 1999. 40% der Bevölkerung. Und dann stellt sich diese Merkel hier im Bundestag, ich bin da fast immer von meinem Stuhl aufgesprungen und sagt, Deutschland geht's gut. Man denkt wirklich, man wäre also irgendwie in einer Narrenveranstaltung oder einer Kappensitzung. Wie kann man, wenn eben die Renten so runtergegangen sind, wie ich das jetzt dargestellt habe, und wenn 40% der Bevölkerung ein geringeres Einkommen hatten als 1999, wie kann man dann sagen, Deutschland geht es gut? Klammert sie 40% der Bevölkerung aus oder was ist da los? Allein wegen dieses unsinnigen Satzes darf auch diese Frau nicht länger in Deutschland regieren. Die hat nun lange genug regiert. Das reicht nun wirklich. Die nehmen überhaupt nicht mehr wahr, was passiert.
Die nehmen das überhaupt nicht mehr wahr. Die sitzen im Bundestag, ich habe da auch gesessen, jetzt sitzt die Sarah da, und da machen sich gegenseitig die Säck voll, wie man hier im Saarland sagen, wie toll sie sind. Und diese nüchternen Zahlen, die ich genannt habe, nur zwei Zahlen muss man sich merken, 800 Euro mehr für die Rentner und 40% der Bevölkerung haben weniger als 99. Dann weiß man, dass die Politik in die völlig falsche Richtung gegangen ist. Und jetzt, Sarah hat es ja gesagt, haben wir eine richtige Orgie wieder von sozialen Ankündigungen. Ich habe die Zeit noch gehabt, beispielsweise dem Aschermittwoch zu lauschen, auch Horst Seehofer. Und Horst Seehofer hat dasselbe gemacht wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Er hat jetzt angekündigt, dass die CSU, so wie die Karrenbauers hier, was für die Familien tun will. Immer vor den Wahlen. Ich muss sagen, warum lassen sich die Leute dieses Theater überhaupt gefallen? In diesem Jahr hat die CDU, die Merkel-CDU und die SPD, sie haben gerade mal 2 Euro mehr fürs Kindergeld gehabt. Und dann trauen die sich vor Wahlen zu versprechen, sie würden jetzt endlich was für die Familien tun. Lasst euch doch nicht so auf diese Art und Weise immer wieder auf den Arm nehmen. Und wir haben ja mehrfach gesagt, wir sind bereit, mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten, um die soziale Lage von Millionen Menschen zu verbessern. Es ist doch selbstverständlich, dass wir das machen dürfen. Aber wir müssen ganz energisch sagen, bitte nicht wieder wie all die Jahre vorher, wie 98, da wurde viel versprochen, ich war ja mit dabei, danach fing es dann an, umzuschwenken und das Gegenteil zu machen. 2005 immer wieder dasselbe, immer wieder Versprechung. Aber wir haben heute 40% der Bevölkerung, die weniger haben als 99. Bitte nicht wieder dasselbe. Dem Martin Schulz, der ja als St. Martin jetzt gewissermaßen verehrt wird, dem muss ich sagen, der heilige Martin, der hat dem Bettler nicht nur was versprochen, der hat ihm die Hälfte seines Mantels gegeben. Herzliche Grüße, lieber Martin, aber ihn nicht erfrieren lassen, bitte. Jetzt die Hälfte des Mantels geben. Und dann ist das wirklich eine ganz fatale Situation, wenn man sich mal überlegt, dass ein Ich habe wirklich Sorge, dass sich wieder ein ganz gewaltiges Betrugsmanöver entfaltet. All das, was jetzt versprochen wird, könnte jetzt gemacht werden. Befristete Arbeitsverträge war ja schon das letzte Mal. Das könnten die ja machen, zumindest in der Bundesregierung. Und da soll doch eben mal die Sozialdemokratie zumindest sagen, warum in der Bundesregierung so viele, also in der Bundesverwaltung, befristete Arbeitsverträge eingerichtet worden sind in den letzten Jahren. Wie kann man auf der einen Seite befristete Arbeitsverträge abschaffen wollen, aber dort, wo man die Macht hat, sie einrichten? Oder eben längeres Arbeitslosengeld kann man morgen im Deutschen Bundestag beschließen. Oder eine bessere Rente kann man morgen im Bundestag beschließen. Man muss nur wollen, das Betrugsmanöver, das ich befürchte, ist, die quatschen jetzt alle wieder, alle Parteien vor der Wahl von Verbesserungen und tun nichts. Und jetzt, wo die Mehrheit da ist, nutzen Sie sie nicht. Es ist eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, um all das zu ändern, was jetzt versprochen wird. Auch die Grünen wären jetzt dabei, weil sie Angst vor der Wahl haben. Und wenn das so weitergeht und wenn es dann knapp wird bei der Bundestagswahl, dann ist klar, dann ändert sich weitere 4 Jahre nichts. All die Versprechungen sind dann nur leere Versprechungen. Wer wirklich ernst genommen will, wem es darum geht, das Leben der Leute zu verbessern, der kann das jetzt machen. Es ist regelrecht fahrlässig, auch von den Sozialdemokraten zu sagen, wir vertagen das auf den Zeitpunkt nach der Wahl, weil niemand von ihnen ausschließen kann, dass das Wahlergebnis eine Koalition zumindest zwingt, in der das alles nicht möglich ist. Jetzt ginge es. All die Verbesserungen, die angekündigt sind, wären jetzt zu machen. Und meine Frage ist, warum macht man das nicht? Wer ein Herz hat für die Menschen, der kann doch so nicht arbeiten.
der kann doch nicht einfach tatenlos zusehen, wie etwa der Niedriglohnsektor sich immer weiter ausweitet, wie Leiharbeit, wie Werkverträge immer weiter zugehen. Wenn Sie befristeten Arbeitsverträge verbieten, schreiben dann die Fachleute, dann werden Sie halt Werkverträge machen. Und wenn Sie die verbieten, dann weiten Sie die Leiharbeit aus. Anstatt jetzt beispielsweise einem Gesetz im Bundestag einzubringen, die Tarifverträge verbindlich zu machen. Es ist eine unglaubliche Entwicklung. Es wird immer wieder vor Wahlen alles Mögliche versprochen. Und man hat das sichere Empfinden, nach der Wahl passiert nichts. Weil Sie jetzt ja beweisen, dass Sie es nicht wollen. Sie beweisen es ja. Sie bräuchten ja nur im Bundestag die Hand zu heben für diese Gesetze. Und deshalb wird die Partei Die Linke jetzt im Bundestag wieder die Gesetze einbringen, die sie angeblich ändern wollen. Heute hat der Seehofer erzählt, sie wollen die mittleren Einkommen im Steuersystem entlasten. Ich habe das selbst als Fraktionsvorsitzender eingebracht im Deutschen Bundestag. Wer hat dagegen gestimmt? Alle anderen Parteien. Die große Frage ist eben die, wie kann man verhindern, dass dieser Betrug jetzt wiederum aufgebaut wird. Große Ankündigungen vor der Wahl und nach der Wahl ist wieder alles vergessen. Was dahinter steckt, ist Folgendes. Es fehlt an Empathie, an Mitempfinden für die Menschen, die davon betroffen sind. Das ist keine Sache des Redens. Die reden dann alle, ja, mir tun die Leute leid. Nein, wenn sie wirklich Mitempfinden hätten, dann würden sie da etwas ändern. Dann würden sie nicht weiter zusehen, wie alleinerziehende Mütter Schwierigkeiten haben, am Monatsende die Rechnungen zu bezahlen. Dann würden sie nicht weiter zusehen, dass Rentnerinnen und Rentner mit 800 Euro oder weniger jetzt auskommen müssen und so weiter und so weiter. Wenn sie ein Herz hätten, dann würden sie das alles nicht so stehen lassen. Man sagt ja, sie tragen das Herz auf der Zunge. Aber was tragen sie denn auf der Zunge, wenn sie anders handeln, als sie reden? Also noch einmal, der heilige Martin hat nicht angekündigt, frierender Bettler, ich gebe dir irgendwann mal einen Mantel. Nein, er ist runtergestiegen, hat den Mantel halbiert und hat gesagt, dem muss ich jetzt helfen. Und das wäre eigentlich das Motto für die nächsten Monate. Es gibt überhaupt kein Argument dagegen, kein einziges vernünftiges Argument. Und ich habe vorhin was von der Steuer gesagt. Es sind ja auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem Pflegeberuf hier. Die werden nachher kurz noch etwas sagen. Herzlich willkommen an die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Pflegeberuf. Das ist ja insbesondere auch eine Frage der älteren Menschen. Und Simone de Beauvoir zitiere ich immer wieder, die einmal gesagt hat, den Grad an Menschlichkeit in einer Gesellschaft erkennt man daran, wie diese Gesellschaft mit den älteren Menschen umgeht. Und ich habe heute gelesen, dass in einem Heim wieder ein älterer Mensch gestorben ist, weil eben Pflegekräfte nicht genügend Zeit hatten oder einfach keine Einstellung hatten und ihn im Bad eben verbrühen ließen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Deshalb sage ich, wir brauchen auch ein anderes Steuersystem, um eine ordentliche Pflege im Alter zu bezahlen. Liebe Freunde, betrifft alle. Es kann jeden betreffen. Und Sarah hat das bereits auch gesagt, hier zeigt sich eben, was die ganzen Lippenbekenntnisse wert sind. Soziales Engagement heißt, sich denen zuzuwenden, denen es am schlechtesten geht. Und jetzt haben wir uns ungeheure Debatten über die Flüchtlinge erlaubt. Und da würde ich ja gerne sagen, ja alle, die sich in der Politik, von denen rede ich, viele haben sich ehrenamtlich engagiert, die verdienen unseren Dank und unsere Bewunderung. Aber alle in der Politik, von Merkel angefangen über all die anderen, die gesagt haben, ich habe ein Herz mit diesen Menschen, die muss ich jetzt fragen, was ist denn mit diesen Menschen, die jetzt in Zentralafrika an Hunger sterben? Was ist denn mit diesen Menschen? Leute, die 8% auf die Rüstung drauflegen und diese Menschen sterben lassen, die sind völlig unglaubwürdig. Das muss man doch mal sagen in aller Deutlichkeit. Sarah hat ja die Zahlen genannt. Die NATO 900 Milliarden Dollar und
Russland, der böse Putin, 66 Milliarden Dollar. Und dann sagen sie, wir aus Angst vor dem müssen wir aufrüsten. In welcher Ära des Schwachsinns leben wir eigentlich? Welch gigantischer Schwachsinn. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da ein Kerl im Schulhof steht, der 900 Kilo hat und da steht so ein Handtuch, das hat 66 Kilo und da sagt er mit 900 Kilo, ich habe Angst, ich muss weiter fressen, damit ich noch größer und fetter werde. Das hört ihr jeden Tag, ununterbrochen. Und das ist das Fatale an der Entwicklung der letzten Jahre. Da gab es einen genialen Schriftsteller, der hieß George Orwell, der hat einmal gesagt, wenn die Lüge jeden Tag wiederholt wird, wird sie eines Tages zur Wahrheit. Und das ist ein psychologischer Vorgang. Wenn die Lüge jeden Tag wiederholt wird, dann wird sie vertraut. Man hört sie ja immer wieder. Und was vertraut ist, irgendwann glaubt man, das Vertraute sei die Wahrheit. Und so entsteht dann der Glaube, der Russe sei unser Feind. Wir müssten aufrüsten, weil wir furchtbar von dem bedroht sind. Die Außenpolitik der heutigen Zeit ist eine einzige große Lüge. Nichts anderes, liebe Freunde, nichts anderes. Und ich werde ja immer wieder gefragt, jetzt auch gerade in diesen Tagen, warum habt ihr die Partei Die Linke ins Leben gerufen? Ist es jetzt nicht so, dass die überflüssig, weil die SPD sich wieder zu dem Sozialen zuwendet? Ich würde so gerne hier sagen, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, deren Vorsitzender ich ja mal war, hat wieder ihr Kernprogramm entdeckt. Und das ist die Hilfe für die sozial Schwachen. Sie redet nicht mehr davon, sondern sie handelt auch danach. Aber leider kann ich das nicht sagen. Und aufs Handeln kommt es an. Alle Sozialdemokraten, die das hören, müssen sich redlich selbst fragen, was haben wir denn in den letzten Jahren gemacht? Und das öffentliche Theater um die Agenda 2010 ist doch widerlegt durch die führenden Sozialdemokraten. Schulz sagt, die Agenda ist gut, sie muss bleiben. Gabriel sagt, die Agenda ist gut, sie muss bleiben. Steinmeier sowieso, er hat sie ja mit konzipiert, sagt, sie muss bleiben. Oppermann sagt, alle sagen, sie muss bleiben. Und dann frage ich mich, wie die in der Presse schreiben können, die soll gekündigt werden oder aufgehoben werden. Völlig absurd. Ich habe euch die zwei Zahlen genannt. 800 Euro mehr für die Rentnerinnen und Rentner in Österreich im Monat und 40% haben niedrigere Einkommen als 99. Ja, nichts davon soll sich ändern. Null. Und dann möchte ich auch noch mal erinnern an die Ostpolitik des Kanzlers, dem ich vieles zu verdanken habe, das ist Willy Brandt. Der hat noch gewusst, was im deutschen Interesse ist. Der wusste, wir wollen mit unseren Nachbarn in Frieden leben und unser Nachbar ist auch Russland. Es ist völlig absurd, deutsche Truppen an der russischen Grenze zu stationieren, nach all dem, was war. Das ist doch unglaublich, liebe Freundinnen und Freunde. Haben wir das denn alles vergessen? Haben wir alles vergessen, dass die Russen 20 Millionen Tote und mehr im Zweiten Weltkrieg zu beklagen haben? Und jetzt stellen wir wieder uns hin und sagen, die bedrohen uns und wir müssen dort Truppen stationieren. Wenn man den Medien Glauben schenken würde, ich habe sogar eine französische Sendung mit meinem Freund Mélenchon gehört, dieselbe Frage, dann haben die Russen Amerika umstellt. Raketen der Russen stehen in Kanada bedrohlich und stehen in Mexiko. Russische Truppen stehen in Kanada und stehen in Mexiko. Wenn man die Medien hört, das kann nur so sein. Die weigern sich doch nur auf die Landkarte zu gucken. Sie weigern sich auf die Landkarte. Dann kämen sie auf die Idee, dass nicht russische Truppen und Raketen an der kanadischen oder mexikanischen Grenze stehen, sondern amerikanische Truppen und Raketen an der russischen Grenze stehen. Und dann kämen sie auf die Idee, dass wir doch etwas anders machen müssen. Und ich habe auch einen Mann verehrt, ich habe ihn hier im Saarland empfangen, Michael Gorbatschow. Wie muss der sich betrogen fühlen nach all dem, was war? Als er gesagt hat, lasst uns Frieden schließen, haben sie gesagt,
die NATO wird nicht erweitert gegen Osten. Not an inch, nicht einen einzigen Fuß, hat Baker, der Außenminister, damals gesagt. Was haben Sie gemacht? Sie haben diese Zusage gebrochen und die NATO vorgeschoben bis zur russischen Grenze. Und da gab es einen Amerikaner, der hieß George Kennan, einer der wichtigsten Diplomaten, der hat gesagt, das war der größte Fehler der US-Politik nach dem Kriege. Aber egal, was die sagen, wir die Deutschen, wir müssen doch sagen, unser ureigenes Interesse ist, mit den Russen Frieden zu haben. Ich erinnere an Willy Brandt und an seine Entspannungspolitik. Und an der wollen wir wieder festhalten, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich erinnere nochmal an diesen Mann, erinnere auch die Sozialdemokratie an diesen Mann, der hat gesagt, lasst uns abrüsten, lasst uns die Rüstungsausgaben zurückfahren und dafür das Geld in die Hand nehmen, um Hunger und Krankheit in der Welt zu bekämpfen. Ich appelliere nach wie vor an die deutsche Sozialdemokratie, wieder zu diesem Brandtschen Imperativ zurückzukehren. Wir brauchen Abrüstung und Hilfe an die Hungernden und an die Kranken. Und wenn ich sehe, dass wir uns am Jugoslawienkrieg beteiligt haben, dass wir uns in Afghanistan beteiligt haben, jetzt in Syrien beteiligen, dass wir Waffen liefern an die Golfdiktaturen und so weiter und so weiter, dann beschwöre ich das Vermächtnis dieses Friedensnobelpreisträgers immer wieder. Und es heißt, von deutschem Boden darf niemals wieder Krieg ausgehen. Das ist das Vermächtnis dieses Mannes. Und das wollen wir haben. Und deshalb mein Appell an euch alle, insbesondere an die Mitglieder, aber auch an die Anhänger unserer Partei. Seid doch stolz auf diese Partei, die Linke, denn sie ist die einzige Partei, die konsequent gegen Sozialabbau und gegen Krieg kämpft. Und noch einen letzten Satz. Es gibt ja einige, die denken, wenn sie Protest empfinden, dann müssen sie jetzt AfD wählen. Und hier im Saarland müsste man da aufgewacht sein. Brauchen wir wirklich Typen, die Hakenkreuze verkaufen und KZ-Geld verkaufen? Brauchen wir die wirklich? Nein. Die Rechten haben Deutschland so viel Unglück gebracht. Wählt die Linke. Sie ist die Adresse für sozialen Protest in Deutschland.